Wer würde schon gerne Personal, Zeit und Geld verschwenden, zum Müsli unnötigerweise stressen? Hoffentlich niemand. Aber genau das passiert, wenn Tierversuche nicht aussagekräftig sind. Ich bin Kalila aus dem Aargau und es ist mir ein grosses Anliegen, dass man mehr über die Zuverlässigkeit von Tierversuchen redet. Darum habe ich 10 Männer und 10 Frauen rekrutiert, ihnen je 2 weibliche und 2 männliche Mäuse zum Beobachten gegeben und Probanden glauben lassen, dass die Hälfte von ihren Mäusen total gestresst ist. Mit einer Kamera habe ich die gleichen Daten auch noch objektiv erhoben. So konnte ich den Einfluss von 3 Parametern untersuchen. Die Erwartung der Beobachter, das Geschlecht der Mäuse und das Geschlecht der Beobachter. Massnahmen gegen solche potenzielle Fehlquellen werden übrigens erschreckend selten ergriffen. Bei den angeblich gestressten Mäusen sind die Daten der Probanden etwa gleich wie der Realwert. Bei den angeblich normalen Mäusen sind die Probandenwerte signifikant höher als der Realwert. Die Erwartung der Beobachter kann also die Messgenauigkeit beeinflussen. Bei den weiblichen Mäusen sind Probanden eher abgewichen als bei den männlichen. Das ist vermutlich, weil sich weibliche Mäuse mehr bewegt. Auch das Geschlecht der Mäuse könnte also einen Einfluss haben. Aber was noch viel krasser ist, alle Abweichungen sind auf Frauen zurückzuführen gewesen. Aber bevor jetzt alle Frauen aus der Forschung verbannt werden, es könnte auch einfach daran liegen, dass sie nur am Morgen haben kommen können und dann sind sie vielleicht einfach noch zu müde gewesen. Wow, es sieht so aus, als gäbe es noch viel mehr Fehlerquellen, als ich erwartet hätte. Aber das ist mega spannend. Ich werde da unbedingt weiterforschen.